Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werfen jetzt gemeinsam einen Blick in den digitalen Werkzeugkoffer, weil ja einfache, praktische Tools im Arbeitsalltag wirklich sehr, sehr nützlich sein können. Wir stellen Ihnen daher Tools vor, um den Arbeitsalltag zu erleichtern, aber vor allem auch Tools, die sich wirklich unmittelbar für das Lehr-Lern-Geschehen eignen und dafür konzipiert sind. Unter Tools verstehen wir Werkzeuge im Sinn von einfachen Anwendungen oder Programmen, die man rund um eine Bildungsveranstaltung einsetzen kann, beispielsweise um die Veranstaltung vorzubereiten, Lernanreize zu setzen, das Lerngeschehen zu begleiten, auch Kommunikation oder Feedback zu erleichtern oder eben die Veranstaltung dann zu dokumentieren oder zu evaluieren. Wenn Sie sich ein konkretes Tool aussuchen, dann werden Sie sich natürlich immer in erster Linie überlegen, was ist überhaupt das Ziel, was ist der Zweck, was möchten Sie erreichen und auch welche Lernform und welche Sozialform wäre dafür am besten geeignet. Dann muss man sich noch anschauen, wie die digitalen Gewohnheiten der Zielgruppe aussehen und welche Infrastruktur ihnen vor Ort zur Verfügung steht. Und wenn diese Basics geklärt sind, dann können Sie sich schon daran machen, ein geeignetes Tool auszuwählen. Inzwischen gibt es dafür ja eine ganze Palette an Möglichkeiten. Man kann sich natürlich auch noch fragen, welche Kriterien ein ideales Tool erfüllen würde. Und so ein ideales Tool wäre auf jeden Fall mit allen gängigen Betriebssystemen funktionstauglich und würde auch mit allen Browsern, falls notwendig, funktionieren. Und es würde auch offline funktionieren, das heißt, man wäre nicht vom WLAN im Kursraum abhängig. Die Lehrperson könnte das Tool spezifisch für die Gruppe anpassen und es wäre auch einfach in der Vorbereitung und Nutzung, also mit grundlegenden digitalen Kenntnissen verwendbar. Und es wäre unbedingt auch erwachsenengerecht und da geht es nicht nur um die Sprache und um die verwendeten Bilder, sondern auch um die Referenzsituationen oder die Lernformen, die dabei sichtbar werden. Außerdem wäre es natürlich im Idealfall kostenlos, das heißt, es würde zumindest für die Teilnehmenden keine Kosten verursachen und gleichzeitig würde es so wenig störende Werbung wie möglich enthalten. Und es würde den geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen und keine oder sehr wenig Daten sammeln oder mindestens transparente Datenschutzinformationen bieten und nach Möglichkeit auch individuelle Privatsphäre-Einstellungen ermöglichen. Das ist jetzt natürlich eine anspruchsvolle Liste und nur wenige Tools erfüllen das alles. Man muss in der Praxis oft entscheiden, welches Kriterium einem gerade besonders wichtig ist und welches weniger. Wo finde ich nun das passende Tool? Dafür gibt es inzwischen eine Reihe von nützlichen Hilfen. Beispielsweise können Sie Tool OS Search nutzen zur Auswahl aus vorbereiteten Tools und Formaten für die Weiterbildung. Und da steht Ihnen auch eine Reihe von Auswahlkriterien zur Verfügung. Ich blende Ihnen hier auch gleich den Link dazu ein. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Sie sich auf Open Education umschauen. Hier ist unsere Kollegin Nele Hirsch am Werk. Und wenn Sie hier unter Ausprobieren sich einmal durchklicken, finden Sie da viele Tools für ganz konkrete Anwendungssituationen. Auch das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung stellt hilfreiche Tools für die Erwachsenenbildungspraxis vor, wenn Sie sich da mal auf der Seite des WBWeb umschauen und bei den Dossiers stöbern, dann finden Sie ein Dossier über digitale Werkzeuge mit zahlreichen praktischen Anregungen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich Erwachsenenbildung.at. Hier stellen wir im Bereich DigiProf unter Werkzeuge regelmäßig Tools für die Erwachsenenbildungspraxis vor. Einen ganz besonderen Tipp noch als Abschluss dieser Empfehlungen und das wäre das Tool Alternative To. Bei Alternative To finden Sie, wie der Name schon verrät, Alternativen zu unterschiedlichen Tools, je nachdem, wonach Sie suchen. Ich nehme jetzt mal an, ich würde nach einer kostenfreien Version zum MindManager-Tool suchen und dann würde ich hier einfach MindManager eingeben in die Suche und bekäme
von Alternative Two eine ganze Reihe von Empfehlungen und ich habe hier auch Auswahlmöglichkeiten. Hier habe ich zum Beispiel ein Tool mit freier Lizenz gewählt und habe hier diese Vorschläge bekommen. Sie werden also ganz sicher fündig, wenn Sie diese Möglichkeiten nutzen. Wir stellen Ihnen im eBMOOC natürlich auch eine ganz konkrete Auswahl hier selbst vor. Dazu haben wir drei Typen von Tools ausgewählt. Einerseits Basic Tools, die grundlegend den Arbeitsalltag unterstützen. Andererseits Feedback Tools, die Sie für das Lehr-Lern-Geschehen in Kursen verwenden können. Und andererseits Advanced Tools, die wirklich mit neueren Technologien auch schon arbeiten, wo man ein bisschen ausprobieren und in künftige Lernformen hineinschnuppern kann. Als Ergebnis sollten Sie dann wirklich auch eine breite Lernauswahlmöglichkeit vorfinden und ich lade Sie ein, da einzutauchen. Ja, und jetzt lassen Sie sich bitte am besten einfach überraschen. Schauen Sie sich die drei Videos an und die 8 Tools, die wir Ihnen hier vorstellen. Und dann lade ich Sie recht herzlich ein, gleich damit zu beginnen, sich diese Tools auch anzueignen und praktisch zu erproben. Die Aufgabenstellung dieser Einheit lautet: Erproben Sie bitte mindestens 4 der 8 Tools und berichten Sie im Forum über Ihre Erfahrungen dabei. Und wenn Sie Lust haben, dann stellen Sie uns im Forum auch noch weitere Tools vor, mit denen Sie wirklich gute Erfahrungen haben. Davon würde unsere ganze Lerncommunity hier profitieren.